Servus ihr Lieben, Patrick hier wieder und in diesem Video geht es darum, woran du deinen Traumpartner erkennst. Viel Spaß damit. Servus ihr Lieben, Patrick hier wieder. 2 Wochen ist es her seit dem letzten Video und das hängt in erster Linie damit zusammen, dass aktuell ohne Ende neuer Input kommt. Ich habe viel Kontakt zu verschiedenen Trainern und oder Unternehmern, die mir sehr viel Input geben in letzter Zeit. Hier oben ist es richtig am Ramoren und das ist gut so, das ist immer ein gutes Zeichen. Nichtsdestotrotz habe ich euch natürlich nicht vergessen und in diesem Video möchte ich mit dir über ein ganz besonderes Thema sprechen und zwar über das Thema, woran du deinen Traumpartner erkennst, woran du erkennst, dass das der richtige Mensch ist an deiner Seite. Und ich möchte das tun, indem ich euch etwas von mir erzähle. Und zwar hatte ich früher immer gewisse Checkliste würde falsch klingen und wäre auch falsch, aber nichtsdestotrotz, ich hatte so gewisse Vorstellungen, wie mein Traumpartner zu sein hat, meine Traumpartnerin, und was sie zu haben hat, sage ich mal. Und dann hatte ich da diese Idee, wie sollte mein Traumpartner sein und dann gut aussehen, vielleicht helle Haare haben oder blonde Haare haben, sportlich sein, spontan sein, vielleicht lustig sein, vielleicht so und so groß sein und so weiter. Ich hatte eine ungefähre Liste im Kopf und so in etwa hatte meine Freundin dann zu sein. Kurzer Break, den ich hier an dieser Stelle machen muss. Eine Sache vorab. Meine Videos werden geguckt von den unterschiedlichsten Leuten. Ich bekomme Nachrichten von Arbeitslosen, genauso wie von Diplompsychologen und alles Mögliche. Und das ist auch genau richtig so. Nichtsdestotrotz bekomme ich ab und zu immer wieder Fragen, die im Subtext lauten, wie, du bist oder warst Flirtcoach und bist immer noch Single? Oder wie, hast du es noch nicht geschafft, eine Freundin zu finden? Oder wie schaffe ich es, eine Freundin zu finden? Aus meiner heutigen Sicht, es ist komplett egal, ob du eine Freundin hast oder nicht. Und es ist auch nicht schwer, eine Freundin zu bekommen. Also es ist für mich in meiner Welt, in meinem Paradigma, nicht so ein Step, den man schaffen kann oder schaffen muss. Es ist eine Wahl, worauf man Lust hat. Ich habe aktuell Lust, Single zu sein, also bin ich Single. Und wenn es sich vielleicht so ergibt, dass ich eine Freundin haben möchte, dann ne? Also es kommt alles so oder so. Es ist kein Hexenwerk, es ist kein Hokuspokus. Die Dinge werden sich entwickeln und es ist immer richtig so, wie es kommt. Aber es ist nicht so ein Ziel, was man im Leben haben sollte. So von wegen Partnerschaft, check. Oder Ehe, check. Ich kenne Menschen, die stellen den Wert Beziehung oder den Wert Ehe über den Inhalt. Es ist denen zum Teil, die können eine furchtbare Ehe haben, sind aber zufrieden, weil in ihrer To-Do, wie ein Leben zu verlaufen hat, gehört Ehe dazu. Ehe muss man irgendwie haben, irgendwie einen Ring um den Finger. Das ist gut, kann total scheiße laufen, egal. Ehe hat man oder Beziehung hat man und nach außen muss es gut aussehen. Also, diese Philosophie vertrete ich natürlich nicht. Ne? Das kurz vorab. So. Nichtsdestotrotz, ich hatte früher also meine groben Vorstellungen davon, wie meine Partnerin zu sein hat. Und ich bin durch die Welt gegangen und habe Ausschau gehalten, wonach, selbstverständlich nach den Kriterien, die ich mir selbst gesetzt habe, wie meine Partnerin zu sein hat. Und ich habe ja viel darüber gelesen und gelernt und über soziale Dynamiken, Männer und Frauen, Psychologie dahinter und so weiter. Und es war mir irgendwann möglich, an die Frauen zu geraten, an die ich geraten wollte, sprich, die meine Checkliste erfüllten. Was dann passiert ist, war sehr interessant. Denn im ersten Moment dachte ich, Patrick, du hast den evolutionären Jackpot geknackt. Du hast das System durchblickt, kannst jetzt genau die Frauen bekommen, die du scheinbar willst. Nein, so war es nicht. Hatte mehrere Gründe, einen davon möchte ich an dieser Stelle mit dir teilen. Ich hatte immer die Frauen, die ich glaube zu wollen, ich hatte aber nie Frauen, die ich wirklich wollte.
Das wusste ich aber selber gar nicht. Und das wird für dich jetzt vermutlich sehr abstrakt klingen. Und deshalb möchte ich da jetzt kurz drauf eingehen. Woran messen wir eine Partnerschaft? Es gibt viele verschiedene Sachen, woran wir die messen können. Wir können die messen an, wie viele Aktivitäten oder wie viel Zeit verbringt man zusammen, wie weit wohnt man auseinander oder keine Ahnung. Es gibt etliche Sachen, woran man eine Partnerschaft messen kann, hat man gemeinsame Hobbys und so weiter. Aber unterm Strich, was ist wichtig? Was zählt wirklich in einer Partnerschaft? Und mir ist aufgefallen, sowohl in einer Partnerschaft, hauptsächlich in einer Partnerschaft zwischen Männern und Frauen ist eine Sache enorm wichtig. Und zwar, wenn nicht das Allerwichtigste, was passiert hier, wenn wir bei unserem Partner sind? Wie fühlen wir uns in Anwesenheit von der Person? Was löst das in uns aus? Was macht das mit uns? Und genau das ist mittlerweile die einzige Messlatte, die ich an mich selbst habe, gegenüber meiner Partnerin. Sprich, was ist passiert? Ich hatte immer die Partnerin an meiner Seite, die ich glaubte, haben zu wollen, aber ich hatte nie das Gefühl, nach dem ich suchte. Und ich traf immer wieder auf Menschen, die mir von ihrer Partnerschaft erzählt haben, und die haben erzählt, wie aus einem Film. Und oh, heute Abend sehe ich meine Freundin und ich freue mich total. Ich habe so Lust, sie einfach in den Arm zu nehmen und so weiter und so fort. Und ich habe mir das immer angehört. Und ich fand es unglaublich schön, wie die darüber reden. Aber ich dachte, was ist das? Was haben die da? Was sehen die da? Was haben die in der Beziehung, was ich nicht habe? Meine Freundin ist doch viel hübscher oder schlauer oder besser oder toller. Warum fühle ich mich nicht so wie die, die immer so über ihre Beziehungen reden? Und die Antwort lag auf der Hand, aber wie das manchmal so ist, man wird betriebsblind, man sieht die Welt vor lauter Augen nicht, Bäumen nicht, und in erster Linie natürlich erkennt man den Splitter im Auge des eigenen Bruders, aber den Balken vor den eigenen Augen nicht, wie es schon in der Bibel steht. Und so kam es dazu, dass ich zwar als Flirtcoach wunderbar fungieren konnte und auch sehr tief im Thema war, selbst aber da ein Puzzleteil war, welches ich vermisste, welches ich noch niemals genau benennen konnte. Aber genau das war es. Mir fehlte dieses Gefühl. Dieses Gefühl hang an einer Sache. Und zwar, ich habe mir Partner immer ausgewählt an äußeren Kriterien, nie am inneren Gefühl. Lief immer mit. Ne? Es war immer irgendwie beides. Wenn ich nicht irgendwas gespürt hätte, wäre ich nie mit den Frauen zusammengekommen. Ne? Ganz so schlimm war es nicht. Aber die äußeren Kriterien, die ich mir hier gesetzt habe, waren manchmal stärker als das Gefühl. Und das war der entscheidende Punkt. Was dann passiert ist, ich habe damit aufgehört. Ich habe die Kriterien im Außen komplett über Bord geworfen. Komplett. Und mich nur noch auf das konzentriert, was ich fühle, wenn ich eine Frau kennenlerne. Und da kann eine Frau vor mir sitzen, die Topmodel ist, was es auch gab. Und unglaublich intellektuell und sonst was alles. Und ich sage nein, weil das Gefühl nicht passt. Oder da kann eine Frau vor mir sitzen, die mollig ist, vielleicht nicht so schlau oder sonst was. Und es kann sein, dass ich sage ja. Denn die einzige Messlatte, die wir haben, um zu messen, wann wer der richtige Mensch ist, um Zeit mit ihm zu verbringen, ist doch das, was es in uns auslöst. Es ist doch das, was hier passiert. Was bringt mir irgendwie eine Naomi Campbell oder eine Heidi Klum an meiner Seite mit Intellekt, mit unternehmerischer Raffinesse, mit gutem Aussehen, mit einem großen Freundeskreis, mit einem tollen Charakter, mit einem tollen Charakter vielleicht, wenn hier nichts passiert? Aber wie geil wäre es, mit einer Frau zusammen zu sein, die überhaupt nicht ins Schönheitsideal passt, die irgendwie auf nichts zutrifft, was du für Bewertungsskalen hast in deinem Kopf, aber jedes Mal, wenn du sie siehst, hast du ein komplettes Feuerwerk in dir. Du
das ist das, was wir gelebt, das ist das, worum es geht. Okay? Das, die einzige Messlatte, die wir haben können, befindet sich in uns. Und solange wir das Glück im Außen suchen, dann werden wir eine Sache oftmals niemals haben, und das ist die Gewissheit. Die Gewissheit darüber, wann etwas wirklich gut ist und wann nicht. Wenn wir, auch im Beruflichen, wenn wir uns das Glück vom Geld versprechen, dann werden wir auch mit 1 Million oder 2 Millionen Euro vielleicht noch unglücklich sein, weil die Messlatte, andere haben noch mehr. Ne? Und dann wollen wir noch mehr haben und wollen noch mehr haben, denn wir glauben, das zu brauchen, um hier Glück zu finden. Und eventuell glauben viele auch, dass wir die noch hübschere Freundin brauchen und die noch was und die noch schlauere mit noch einem Diplom oder sonst was, damit wir hier unser Glück finden. Aber es gibt keine Kausalität zwischen diesem Glück hier und der ersten Million, der Topmodel-Freundin oder sonst was. Das ist alles Illusion. Das Einzige, was wir haben, ist das, was hier passiert. Also, mein Fazit und mein unbedingter Ratschlag an jeden von euch. Versucht, und das ist ein Prozess, ne? Das geht nicht von heute auf morgen, denn die Inhalte, die ich hier mit euch teilen möchte, sind zwar kognitiv aufzunehmen, du musst sie vom Kopf her verstehen, aber es reicht nichts, wenn du sie nur verstehst. Das sind Inhalte, der Intellekt kann dir helfen, aber er wird dich nicht zum Ziel führen. Denn wenn du all das, was ich sage, verstehst, aber nicht danach leben kannst, weil du einfach sagst, nö, meine Gedanken sind viel zu stark oder meine Vorstellungen sind viel zu stark oder das ist doch normal oder das macht doch jeder irgendwie, und dann rufst du deine 3 besten Freunde an und die sagen, nee, ja, irgendwie mache ich das auch, und dann ist die Sache durch, weil scheinbar machen es ja alle. Nein, dann wird es nicht funktionieren. Mein Ratschlag wäre, so gut es geht, lass ab von deinen äußeren Indikatoren und Ansprüchen und Vorstellungen gegenüber deines Partners. Das soll nicht heißen, dass du keine Standards hast. Natürlich können dir Sachen besser gefallen und schlechter gefallen, aber sei offen für alles. Sei offen für alles. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass genau dann die Wunder passieren. Wenn wir uns dem Fluss des Lebens anvertrauen, oftmals in nahezu allen Bereichen passieren die richtigen Dinge. Darauf jetzt näher einzugehen, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass dir die Message unglaublich was geben konnte. Lass deine Standards im Außen senken, deine Kriterien für deinen Partner, und verstärke das Kriterium deines inneren Gefühls in Bezug auf dein Gegenüber. Wenn du mehr hierauf hörst und weniger darauf hörst, was im Außen ist, beziehungsweise in deinem Kopf ist, an Kriterien im Außen, an deinen Partner, dann wirst du beginnen, zu dem zu kommen, was wir echte Beziehungen, liebevolle und leidenschaftliche Beziehungen nennen. Denn genau das ist der Weg, und genau das ist in der Essenz auch das, was der Autor von Dem kleinen Prinzen aussagen wollte mit dem Satz, dass man nur mit dem Herzen wirklich sehen kann, denn das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das war's mit diesem Video. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Lass einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, wenn es dir gefallen hat und du mehr davon hören möchtest. Jetzt noch eine schöne Woche. Bis dahin. Adios.